Okay. Ja, ich wusste doch, dass. Uhr. Du kommst hinter mir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße. Okay. Gesundheit ist gar nicht mal so übel. Ich bin begeistert. Wieso kommen hier so viele Typen und direkt hinter mir auch einer? Das ist voll nicht nett. So, ist hier irgendwie, geht's, na, hier geht's ja offensichtlich nicht weiter. Ach so, und ja, dann nehme ich die automatischen und verballer da auch noch die letzte Muni. Oh, okay, da tut's weh. Man muss sich das natürlich jetzt alles andersherum vorstellen. Aber wieso war die Decke dann so merkwürdig? So uneben. Okay, wo muss ich denn genau hin? Kann ich einfach theoretisch hier so hoch? Ich bin, na, das wird nicht funktionieren. Das ist zu hoch. Diese Kerzen oder Lampen an der Seite irritieren mich. So kann ich vielleicht von hier mit Anlauf da so hoch? Nein. Aber kann ich vielleicht hier so hoch? Nein, das ist ja alles dieselbe Höhe. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein wenig einen höheren, höhere Kachel oder so. Ja, wo komme ich jetzt am besten hoch? Aber warte mal, wir sind doch nicht von hier gekommen. Ach, sind. Oh, 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 Vorsicht. Ach, wir sind jetzt nur auf der anderen Seite, aber da geht's runter. Dann wirklich mal ganz vorsichtig hier durch. Ach du meine Güte, kannst du dich da runterlassen und dann festhalten und hoch, hoch. So bitte. Ein Schlüssel. Ach cool. Ach cool, dann haben wir den ersten Schlüssel anscheinend. So, und jetzt ganz vorsichtig. Nein! Es war so klar. Es war so klar, dass mir das passiert. Gut, hoffentlich kriege ich es jetzt hin. Aber jetzt habe ich ja ein wenig Übung. Naja, was heißt Übung? Aua, scheiße. Echt, man darf keinen Schritt zu schnell gehen. Das ist eigentlich voll schwierig. Ich frage mich auch gerade, ist es vielleicht so gedacht, dass ich hier bis zum Ende gehe und dann da so hoch? So. Okay, es funktioniert auf jeden Fall. Und da komme ich leider nicht durch. Das heißt, ganz vorsichtig durch die Scherben und das mit ihren nackten Füßen. So. Und nu.
Also es sieht ja so aus, es müsste hier rüber, einfach weil da unten Scherben sind. Aber da, also Lara kommt doch niemals von hier mit Anlauf dahin. Nein. Komm ich vielleicht hier irgendwo hin? Ja, wahrscheinlich nicht nach vorne, oder? Ich glaube, das ist zu weit. Vielleicht kann ich mich ja genau hier an den höchsten Punkt stellen. Dann versuchen. Nee. Wie komme ich denn da hoch? Komme ich so daran? Nein, das ist natürlich auch zu hoch. Von wo kann ich denn bitte daran springen? Vielleicht doch von hier, aber ohne Anlauf? Nein, nein, geh noch mal ein Stück zurück. Nein, nicht so. Nein. Und hier kommen wir auch nicht hoch. Aber es gibt doch sonst auch keine höheren Plätze hier, oder? Wo müssen wir eigentlich hin? Also, da hinten ist auf jeden Fall irgendetwas. Das ist wahrscheinlich unser Ziel. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Also, wir sind hierher gekommen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, nochmal zurückzugehen. Denn da war ja noch eine andere Kiste. Genau. Hier nämlich. Ich könnte ja erstmal die noch ein Stückchen wegschieben. Vielleicht kann ich die sogar auch noch so ein Stückchen schieben. Ich weiß zwar noch nicht genau, ob das wirklich sinnvoll ist, aber ich mach's einfach. So, mal gucken, was denn hier hinter noch ist. Beziehungsweise, ob da überhaupt etwas hinter ist. Wahrscheinlich nur ein blöder Kerl. Sonst gar nichts. Aha, okay, es geht hier auf jeden Fall auch noch weiter, aber es sieht ganz anders aus. Gut, dann. Das war das hier mal ein Restaurant? Sieht fast so aus. Ich finde das mega cool, wie viele Orte es hier gibt. Selbst auf so einem Schiff. Wahrscheinlich soll das so ein bisschen an die, ja, an große Kreuzfahrtschiffe angelehnt sein. Vielleicht sogar an die Titanic. So, da hinten ist eine Tür. Nee, das ist nur ein Fenster. Aber hier kannst du da. Soll ich da gar nicht rankommen an das Schloss? Oder wie? Doch. Für die Toiletten. Was will ich in den Toiletten? Was ist das? Ein Schalter. Oh ja. Oh ja. Hallo. Sonst noch jemand? Oder bist du alleine gekommen? Hast du gar nichts? Hast du gar nichts? Nee, anscheinend nicht. Okay. Da hinten ist
anscheinend noch ein Schalter. Okay, dann geht's da auf. Das ist ja schon mal schön und gut. Kann ich das schießen? Nee. Nee, das muss irgendwie auch noch aufgehen. Oder halt, wenn ich die Tür wieder zumache und dann von irgendeiner anderen Seite komme. Also mache ich das mal lieber wieder. Das war ja mit dem Schalter. Genau, dann sollte ich da hoffentlich von irgendeiner Seite herankommen. Ach so, und da oben ist auch noch zu. Okay. Kann ich da drauf schießen? Nee, ne? Nein. Wie komme ich denn dorthin? Aber es bringt mir auch gar nichts, denn da ist ja eine Wand. Ich muss irgendwie hier durch einen Gang durch. Da hinten kommt man raus. Okay, naja, das werden wir hoffentlich noch sehen. Okay, dann muss ich mich jetzt wohl hier weiter drum kümmern. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ja. Genau das, was sie wollten. Da geht die Tür auf. Wir müssen nur noch einen Weg nach oben finden. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Ach Quatsch. Ich muss dahin. Dann geht die Tür wieder zu. Hahaha. Wie komme ich da nach oben? Das hat doch bestimmt was damit zu tun, dass die Decke hier oder beziehungsweise der Boden so uneben ist. Aber von wo soll ich denn da bitte hinkommen? Das wird doch alles nichts. Oder hier dürfte das eigentlich auch zu hoch sein? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ich gehe jetzt noch mal alles hier ab. Also, hier ist der Anfang. Kommt man da irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Hier kommt man ja auch nicht hoch, weil es zu weit oben ist. Das hatte ich ja schon ausprobiert. Ja, hier haben wir natürlich diese Spitze. Aber da komme ich auch nicht mit hoch. Nee, irgendwo muss es noch einen anderen Weg geben. Irgendwie muss das gehen. Vielleicht hier, wenn man sich hier so vorsichtig ans Ende stellt. Ja. Sehr gut. Ja gut, eigentlich sollten mich hier keine Gegner mehr erwarten. Ich guck mal, ob es noch hier hinten was gibt. Nicht wirklich.
Rohr nicht runterfallen. Okay, dann kann ich mich doch hoffentlich hier entlang hangeln. Ich hoffe, das funktioniert so, weil sonst habe ich wieder keine Ahnung. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Ach, sehr schön. Wahrscheinlich kann ich auch noch auf die andere Seite. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar Sachen. Und ich glaube, ich habe auch schon was gesehen. Das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ach Leute, ich bin so blöd. Ich hatte mein Mikro nicht unten. Vielleicht ist die Tonspur trotzdem laut genug, dass ich sie noch mit reinnehme. Ja, auf jeden Fall habe ich es jetzt ja hier hoch geschafft. Und ich möchte da hinten zu dem Schlüssel. Ach, okay. Ich verstehe, warum jetzt da unten die Scheiben sind. Die Scheiben? Die Scherben. Ich weiß nicht, warum ich gerade Scheiben gesagt habe. Okay, speichern. So, vorbereiten und ja. Ach, das ist so ein Ding, was wir da bei dem Feuer brauchen. Was auch immer das genau darstellen soll. Ich glaube, ich gehe einfach hoch. Ich gehe einfach mal hier runter. Gehe dann dort hinten wieder hoch. Ich glaube, das ist am einfachsten und am sichersten. So einmal um die Säule rum. Wieder rückwärts. Und dann bin ich gespannt, was wir hier finden. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Und dort ist eine Luke. Da ist noch eine Luke. Oh mein Gott, da kann ich ja irgendwie nur Sachen falsch machen, oder? Habe ich so das Gefühl.